Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Heute mal ganz kurzes Video über die Brutalanda und Despotar Raids. Wir haben hier direkt mal einen Brutalanda Level 4 und der sollte eigentlich für euch gar kein Problem sein. Die 4 Sterne Raids von Brutalanda und auch Despotar sind wirklich ein Selbstläufer. Also da könnt ihr eigentlich fast jedes Pokémon nehmen, was ihr Level 100 auf der Box rumliegen habt. Das sollte alleine sehr, sehr easy machbar sein. Bei den 5-Sterne-Raids gerade von Despotar wird schon ein bisschen schwieriger. Bei Brutalanda empfehle ich Pokémon, die auf Spezialangriff gehen, weil er am Anfang Bedroher raushaut. Ich habe dafür eigentlich meistens Flatterhaar benutzt, weil mein 3-4-5er-Raids eigentlich ein Selbstläufer mit Flatterhaar, schön Diebeskuss Metronom, die Taktik kennt ihr. Jetzt hier, der Brutalanda habe ich mit reingenommen, weil der Stahltyp ist, da habe ich es tatsächlich mit Koraidon gemacht. War aber mit Ableithieb und Metronom echt auch gar kein Problem. Bin keimer gestorben. War echt richtig, richtig easy. Schwieriger fand ich es dann doch schon mit Despotar. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich es mit Rens machen musste. Weil ich ja Purpur spiele, habe ich selber keine Despotar Raids. Oder ob es daran lag, dass er wirklich schwieriger ist. Den ersten mit Randoms habe ich sogar verloren, wie ihr hier seht. Also, ich bin zwar nicht gestorben, aber meine Kollegen halt mehrmals. Ich weiß, wieso ich keine Random Raids mehr mache. Bei Despotar gilt eigentlich das gleiche. Mit Flatterhaar oder einem anderen Fee-Pokémon sollte es kein Problem sein. Ihr seht, wie knapp es war, dass wir ihn besiegt haben. Also RIP an alle, die irgendwie noch online Raids machen mit Randoms. Es ist ja grauenhaft. Grauenhaft mit Randoms. Solltet ihr weiter trotzdem noch Probleme haben, checkt mal gerne das Video hier oben ab. Da erkläre ich euch, wie ihr 6-Sterne-Raids packt. Und wenn ihr 6-Sterne-Raids packt und da die Grundlagen drauf habt, dann schafft ihr auch auf jeden Fall Despotar und Brutalanda. Ansonsten kommt gerne auch noch in den Stream. Ich bin jeden Tag live. Werden heute auch Brutalanda und Despotar Raids machen. Also das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Und dann zeige ich euch noch mal ganz kurz die Werte. Die 5-Sterne-Raids sind ja bekanntlich Level 75 und haben hier auch 4 sensationelle Werte. Hier beim Despotar zeige ich das einmal. Und wie gesagt, sollten da noch Fragen offen sein, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like freuen auf das Video. Ansonsten sehen wir uns im Stream wieder oder auf Discord. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.